gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Du bist empathisch und zuverlässig. Du möchtest mit Menschen arbeiten. Du möchtest Abwechslung in deinem Beruf. Dann bewirb dich jetzt zur Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Am 1. September geht's los. Du willst dabei sein? Dann schicke jetzt deine Bewerbung an heu.bewerbung@sana.de. Weitere Infos findest du im Netz unter seenlandklinikum.de. Lassen Sie den Frühling rein und bringen frischen Wind in Ihre vier Wände mit Markenmöbeln aus dem Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und hier finden Sie eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen. Aktuell gibt es 30% bei Möbelneubestellungen mit einer Sonderfinanzierung von 0%. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Aufgepasst! Es werden 45 Küchentester gesucht. Als Küchentester gibt es die neue Küche zum halben Preis, plus 200 Euro in bar und die 0% Finanzierung. Jetzt Termin sichern unter 03 5753 2220. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Montag, dem 13. März. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bewegung ist bekanntlich gesund, also gut für Körper und Geist, wie eigentlich jedermann weiß. Bewegung soll aber vor allem auch eines, nämlich Spaß machen. Genau das war eines der Ziele der Initiatoren der VBH Handball-Grundschulliga in Hoyerswerda. Neben der Talentesuche und der Förderung des Handballsports soll Kindern durch Wettkämpfe bereits im Grundschulalter spielerisch Freude an der Bewegung vermittelt werden. Der wachsende Erfolg der Veranstaltung gibt den Organisatoren und Turnierleiter Conny Böhme dabei recht. Zumal im Turnier am vergangenen Sonntag sogar neue Rekorde verzeichnet werden konnten. Die VBH Handball-Grundschulliga in Hoyerswerda erfreute sich offenbar zunehmender Beliebtheit. So konnten beim ersten Turnier in diesem Jahr sowohl die ohnehin guten Besucher als auch die Teilnehmerzahlen noch einmal getoppt werden. Über 120 Kinder spielten auf den zwei parallelen Handballfeldern und auch auf den Zuschauertribünen und den zusätzlich aufgestellten Bänken war kaum ein Platz frei. Insgesamt gleich 6 Grundschulen, davon 4 aus Hoyerswerda, sowie die Hans-Koppi-Grundschule aus Lauta und die Grundschule am Knappensee aus Großsärchen waren diesmal am Start. Die Kinder zeigten wieder tolle Leistungsfortschritte gegenüber dem ersten Turnier, konnte dann auch Turnierleiter Conny Böhme resümieren, der sich zudem darüber freute, dass dieses Event so einen enormen Zulauf findet. Auch wenn bei den Mannschaften hin und wieder nicht alles so klappte wie geplant, so war den Steppkes doch deutlich der Spaß an der Sache anzumerken. Zumal es keine wirklichen Verlierer gab. Neben den Teilnahmeurkunden bei den Erst- und Zweitklässlern wurden bei den Älteren auch diesmal nur erste bis dritte Plätze vergeben. Eine Siegermannschaft gab es aber dennoch. Nach packenden Spielen bei den dritten und vierten Klassen hatte am Ende die Mannschaft der Hendrey Sailor Grundschule die Nase vorn. Vor der Grundschule am Park, dem Sieger aus dem vorherigen Turnier. Nach gut 4 Stunden Handball gab es dann bei der Siegerehrung aus den Händen von Hoyerswerdas Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. die Urkunden und von den Rängen reichlich Beifall. Der Görlitzer Ratsarchivar Siegfried Hoche hat Medienvertreter vergangene Woche in den Wappensaal des Ratsarchivs eingeladen, um ein besonderes Buch vorzustellen. Es erschien soeben im Verlag Gunter Oettel anlässlich des 950-jährigen Bestehens der Stadt Görlitz und trägt den Titel Ratsarchiv Görlitz – Das Gedächtnis der Stadt. Bürgermeister Benedikt Hummel leitete in die Präsentation ein. Sein Vorgänger Michael Wieler hatte die Anregung für dieses Buch gegeben. Neben dem 950. Stadtjubiläum ist die Bewerbung um den Welterbetitel als spätmittelalterliche Handels- und Gewerbestadt im Zuge der sogenannten kommerziellen Revolution Anlass für dieses Buch, das nur im Ratsarchiv von Görlitz erhältlich ist.
Es umfasst 180 Seiten und ist versehen mit Fotos und Kopien von Dokumenten. Das Buch fasst eine Aufsatzsammlung zur Stadtgeschichte und zur Forschungsgeschichte des Ratsarchivs zusammen. Dabei wurden ältere Aufsätze unter anderem der verdienstvollen Ratsarchivare Richard Jecht und Peter Wenzel nochmals editiert. Lausitzwelle verlost 3 Exemplare dieses Buches. Schreiben Sie uns, was dieses Buch für Sie interessant und lesenswert macht und warum gerade Sie dieses Buch gewinnen sollten. Senden Sie einfach eine Mail an info@lausitzwelle.de. Auch Schulklassen, die sich mit der Geschichte von Görlitz beschäftigen und vielleicht einen Besuch im Ratsarchiv planen, sind angesprochen. Also ich würde sagen, wir packen jetzt die Handys weg, packen die Stullen ein und das Trinken weg und fangen mit der größten Schulstunde Deutschlands an. Der Gartenbauverband Brandenburg lädt auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Gartenbaubetrieb Rüdiger Binder aus Schönborn ein zur großen Schubkarnpflanzaktion. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auf dem Finsterwalder Marktplatz, von dem Sie hier Bilder sehen, findet die Aktion in diesem Jahr auf dem Marktplatz in Elsterwerda statt. Am 14. März um 10 Uhr startet die Schulstunde mit rund 200 Schülern. Etwa 1000 Frühjahrsblüher werden gepflanzt. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen, das Treiben zu verfolgen. Wir kommen nun zu den aktuellen Kurznachrichten aus der Lausitz. Und da richtet sich der Blick gleich mal nach Radeberg. Nachdem hier im April 2022 bereits ein Grundstück gekauft wurde, stehen jetzt die ersten Bauarbeiten für die künftige Außenstelle des Humboldt-Gymnasiums an. Die Abbrucharbeiten auf dem Eschebach-Gelände in Radeberg haben begonnen. Hier wird in Zukunft ein zusätzliches Schulgelände für das Humboldt-Gymnasium errichtet werden. Verschiedene Baustellen, Einrichtungen und Vermessungen seien bereits erfolgt. Bevor die momentan brachliegende Fläche jedoch auf weitere Leistung vorbereitet ist, liege noch ein großes Stück Arbeit vor ihm, so Bautzens Landrat Udo Witschers zum Vorhaben. Der Ausbau wurde aufgrund des hohen Schüleraufkommens im Humboldt-Gymnasium eingeleitet. Während der Bauarbeiten wurde Ende Oktober 2020 für 4 Klassen Container aufgestellt. Die Kosten für die Abbrucharbeiten liegen bei rund 800.000 Euro. Unter dem Motto »Hier spielt die Musik« lädt Finsterwalde am 2. und 3. September zum 17. Brandenburg-Tag ein. Deutschlands einzige offizielle Sängerstadt wird an diesem Wochenende zur großen Bühne für die einzelnen Regionen des Landes Brandenburg. In Vorbereitung auf das Event ist nun eine Homepage freigeschaltet worden. Unter www.brandenburgtag-finsterwalde.de finden interessierte Gäste erste Informationen zum Festwochenende. Fündig werden auch Vereine und Akteure, welche sich direkt in die Gestaltung des Wochenendes einbringen wollen. Die Beleuchtung der Kodersdorfer Oberschule soll auf LED-Technik umgestellt werden. Dies hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Laut Bürgermeister René Schöne beläuft sich das Energieeinsparpotenzial auf etwa 50%. Allerdings sind zuvor Investitionen in Höhe von etwa 400.000 Euro erforderlich. Die Förderquote beläuft sich im Regelfall auf 25% und kann sich auf bis zu 40% erhöhen. Außerdem soll das Nebengebäude erweitert und mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 240 Euro. Die Stadt Kamenz bietet dem Landkreis Bautzen an, beim Neubau des Hallenbades zunächst auf das Außenschwimmbecken zu verzichten. Dies geht aus der Stellungnahme hervor, mit der der Stadtrat auf das Angebot des Landkreises zum weiteren Vorgehen hinsichtlich des Neubauprojektes reagiert. Der Kamenzer Stadtrat zeigt sich auch offen dafür, gemeinsam mit dem Landkreis einen neuen Projektantrag für die Förderperiode ab 2027 zu stellen. Gleichzeitig macht das Gremium klar, dass es für das Gelingen des Projektes in erster Linie den Landkreis in der Verantwortung sieht. Der Stadtrat der Stadt Kamenz steht für lösungsorientierte Gespräche jederzeit gern zur Verfügung und spricht erneut seine Einladung an den Landrat aus, heißt es abschließend. Die Stadt Weißenberg soll einen neuen Pennymarkt bekommen. Zumindest schafft die Stadtverwaltung derzeit mit der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans die Voraussetzungen dafür. Laut Bürgermeister Jürgen Alt, parteilos, geht dies auf einen bereits im September 2022 gefassten Beschluss des Stadtrates zurück.
Der bestehende Pennymarkt auf der Ernst-Hellmann-Straße verfüge über eine Verkaufsfläche von nur 550 Quadratmetern. Um den Anforderungen an moderne Einkaufsmärkte zu entsprechen, sei eine Erweiterung erforderlich. Diese sei jedoch am bisherigen Standort nicht umsetzbar. Der neue Markt soll eine Verkaufsfläche von maximal 799 Quadratmetern haben. Erst 2021 hatte an der Reichenbacher Straße ein neuer Edeka eröffnet. In der gesamten Lausitz erhalten rund 5000 zufällige ausgewählte Seniorinnen und Senioren Post von der Kreisverwaltung. Unter der Überschrift Pflegestrukturplanung im Landkreis OSL. Ihre Meinung ist gefragt. Werden Sie gebeten, an einer anonymen Umfrage teilzunehmen? Ist der Landkreis OSL aus Sicht heutiger und künftiger Seniorinnen und Senioren gut aufgestellt? Was ist bereits gut und was könnte verbessert werden? Diese und weitere Fragen stellt sich der Landkreis Oberspreewald-Lausitz aktuell im Zuge der Erstellung einer Pflegestrukturplanung. Das Ergebnis der Betrachtung soll Aufschluss über den Status quo liefern, mögliche Ansätze und Handlungsfehler zur Stärkung der Pflegepolitik vor Ort aufzeigen und somit die Kreisverwaltung und andere beteiligte Akteure mittel- und langfristig in der Ableitung geeigneter Maßnahmen unterstützen. Umgesetzt und finanziert wird die Planung durch Mittel des Paktes für Pflege des Landes Brandenburg. Ab heute können sich alle Bürgerinnen und Bürger über störenden Schienenlärm äußern. Das Eisenbahnbundesamt startet damit den ersten Schritt der Lärmaktionsplanung. Dabei können sich in den kommenden 6 Wochen alle Menschen zu Lärmproblemen an Gleisen äußern. Hierfür hat das Eisenbahnbundesamt die Beteiligungsplattform Lärmaktionsplanung-schiene.de freigeschaltet. Die Auswertung der eingegangenen Hinweise soll bis Ende des Jahres erfolgen. Ein ganz besonderer Platz in der Görlitzer Innenstadt ist der Elisabethplatz. Nicht nur gibt es hier von kleinen Händlern frisches Obst und Gemüse, nein, vor allem im Sommer lädt er auch zum Spazieren und zum Verweilen ein. Zumindest hat er das, denn die Stadt hat jetzt die Bäume gefällt. Wie es hier nun weitergeht, das haben wir nun für Sie. Auf dem Westteil des Görlitzer Elisabethplatzes wurden die teils rund 150 Jahre alten Bäume abgeholzt. 12 weißblühende Rosskastanien sowie 4 Winter- und Sommerlinden fielen wortwörtlich der Kettensäge zum Opfer. Dieser alleeähnlich angeordnete Baumbestand hatte historische Bedeutung. Man hat dann überlegt, was macht man mit dieser Stelle, wo die Stadtmauer stand, und hat sich dann entschlossen, so nach dem Vorbild anderer preußischer Städte so eine ganz großzügige Allee anzulegen. Ursprünglich, es wird erzählt, dass das eigentlich bis zur Neiße runtergehen sollte, aber heute endet es eben da an der Ostseite des Platzes. Und diese ursprüngliche Planung, die wir in Restbeständen ja heute noch nachempfinden können, sah so aus, dass wir also 2 doppelreihige Baumreihen hatten, also nördlich und südlich des Platzes. Außen waren Linden gepflanzt und zur Mitte hin waren Rosskastanien gepflanzt. Die Entfernung der Bäume hatte natürlich Gründe. Nach Einschätzung von Experten war der Bestand bereits angegriffen. Es ist ja erfreulich, dass viele Görlitzerinnen und Görlitzer heute penibel darauf achten, ob Bäume gefällt werden oder nicht. Und sie wissen um den Wert der Bäume. Also 20% waren noch da. Und auch da war die fachliche Einschätzung, dass es sich nicht lohnt, hier zuzuwarten, sondern es war zu erwarten, dass in den nächsten 10 Jahren auch diese Bäume abgängig sein werden. Geplant ist außerdem, den Platz wieder im alten, historischen Glanz erstrahlen zu lassen. Die Aufgabe besteht darin, einmal die Bedingungen für unsere Markthändler zu verbessern. Das betrifft vor allen Dingen auch die technischen Medien und die Erschließung. Und dieser Platz soll also über das Marktgeschehen hinaus natürlich auch noch für andere Veranstaltungen genutzt werden. Und da werden jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Der Stadtrat hat einen, wenn man so will, einen Auftrag erteilt, jetzt Planungen im Detail zu entwickeln. Und im Endzustand, also wir rechnen damit, dass das im Sommer 2024 soweit sein wird, gegebenenfalls im Herbst 2024, werden wir nahezu wieder den historischen Zustand wiederhergestellt haben, wie er um 1850 gedacht war. Heißt im Klartext, dass die gefällten Bäume natürlich ersetzt werden. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes sind 2-reihige Neupflanzungen vorgesehen. Bis die Bäume mal wieder so hoch sind, wie sie waren, werden natürlich einige Jährchen
vergehen, aber das gehört auch zu unserem Geschäft. Wir fassen heute Entscheidungen, von denen dann zum Teil unsere Kinder erst profitieren werden, aber das gehört mit dazu. Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann? Das erwartet dich. Wenn du gern mit Menschen zusammenarbeitest und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung hilfst, dann ist die Ausbildung zur Bankkauffrau ideal. Egal, ob du am Service Point in der Filiale bist oder zusammen mit deinen Kunden im Beratungsgespräch. Im ständigen Austausch findest du heraus, was das Beste für deine Kunden ist und erklärst ihnen alles Step by Step. Mit jedem Schritt bringst du deine Kunden dabei näher an ihr Ziel und bist auch darüber hinaus für sie erreichbar. Aber nicht nur Kundengespräche, auch regelmäßige Teamrunden erwarten dich. Hier gibst aber nicht nur du neuen Input, sondern erfährst auch alle relevanten Infos, um dich optimal auf jede Situation im Filialalltag vorzubereiten. Und was im Team geht, geht auch allein. Denn neben dem Präsenzlernen hast du mit deinem kostenlosen iPad zum Start der Ausbildung auch die Möglichkeit, dich selbstständig digital weiterzubilden. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Na, Lust auf Veränderung oder mal was anderes? Als leidenschaftliche Handwerker sind Sie bei uns genau richtig. Für unser Tochterunternehmen, die Wohnungsdienstleistungsgesellschaft Hoyerswerda, sind wir auf der Suche nach Handwerkern MWD in Vollzeit, die Wohnungen für unsere Mietinteressenten instand setzen. Sie verfügen über Berufserfahrung als Heizungs-, Sanitär- oder Klimatechniker, als Fliesenleger oder Maler und Lackierer, dann sind Sie bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via E-Mail an bewerbung@wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Wir kommen nun zu den aktuellen Meldungen der Polizei. Wie immer haben wir jetzt alles rund um Unfälle, Brände oder Diebstähle in der Lausitz. Los geht es heute in Bautzen. Hier sind zwei Pkw kollidiert. Am Freitagnachmittag kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Bautzen und Neukirch-Lausitz zu einem schweren Unfall. An der Kreuzung zur Kreisstraße stießen aus noch unbekannter Ursache ein VW und ein Suzuki zusammen. Der VW kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle wegen der beginnenden Dämmerung aus und sperrte während der Rettungsmaßnahmen die Straße. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr kam es im Bereich der Sonnewalder Straße in Finsterwalde zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Radfahrerin. Dabei erlitt die bisher noch nicht identifizierte Frau schwerste Verletzungen, an denen sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch einen Sachverständigen der DEKRA unterstützt. An der Unfallstelle kam es für etwa 3 Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Am frühen Sonntagmorgen forderten 2 Brände im Bautzener Gesundbrunnen den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Curiestraße entzündeten unbekannte Täter einen Schuhschrank. Durch das Bemerken des Brandes und den sofortigen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf eine angrenzende Wohnungstür verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 Euro beziffert. Der örtliche Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf der Anfahrt zu diesem Einsatzort bemerkten die Rettungskräfte außerdem einen brennenden Zeitungscontainer in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses. Dieser Brand wurde ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurde aufgenommen. Die Ermittlungen über einen eventuellen Tatzusammenhang hat der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers übernommen. Zu einem Feuerwehreinsatz kam es bereits am Freitagabend auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Niederseipersdorf und dem Tunnel Königsheider Berge. Gegen 19 Uhr befuhr dort ein Kleintransporter mit Planenaufbau die Autobahn in Fahrtrichtung Görlitz. Aus bislang unklarer Ursache fing dieser während der Fahrt Feuer. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und lenkte sein Fahrzeug auf den Standstreifen unter einer Brücke. Umgehend eilten zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum Ort des Geschehens und begannen mit der Brandbekämpfung. Trotz des schnellen Handelns brannte der Transporter vollständig aus. Ersten Informationen zufolge wurde der Fahrer bei dem Brand verletzt und vor Ort durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Die A4 war im Zuge der Einsatzmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt. Am Samstagabend fuhr ein 28-jähriger Deutscher mit einem Opel auf der A4 in Richtung Dresden. Zwischen der Anschlussstelle Uhist und Burgau geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in Schleudern, streifte die rechte Schutzplanke und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte das Fahrzeug mehrere Felder des Wildschweinzaunes und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit ca. 22.000 Euro beziffert. Bevor wir gleich aufs Wetter und die Veranstaltungstipps schauen, geht's zurück in die Lausitzer Geschichte. Diesmal blicken wir auf die 103-jährige Geschichte von Karl-Heinz Kummer, einem engagierten Maler und Künstler zu Zeiten der DDR. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In der Stadt Dernsdorf am 13. März 1920 geboren, lernte der Künstler Heinz Karl Kummer mit 14 Jahren zunächst Dekorationsmaler und besuchte später eine Malerschule in Buxtehude. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1951 begann Kummer ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Bereits ein Jahr später trat er dem Verband Bildender Künstler der DDR bei. Ab 1954 arbeitete er freischaffend als Maler und Grafiker in Lauchhammer. Kummer war ein vielseitiger Maler, der in den unterschiedlichsten Techniken arbeitete. Neben Zeichnungen und Bildern arbeitete er mit Keramik, kreierte Plakate und betätigte sich als Restaurator für Museen im In- und Ausland. Zu einem großen Teil führte er jedoch Auftragswerke für die Bauwirtschaft aus. So entstanden die bekannten Wandbilder und Mosaiken. Oftmals zierten diese Schulen, Industrie- und Wohngebäude, wie noch heute vielerorts zu betrachten. Auch in seiner Geburtsstadt Bernsdorf sind noch Zeichen seines Wirkens sichtbar. Durch den Abriss vieler Plattenbauten in ostdeutschen Städten ist ein Teil dieser Werke allerdings vernichtet oder von Zerstörung bedroht. Durch eine Privatinitiative gerettet werden konnte die sogenannte Kosmos-Stele, die 1972 vor der damaligen Polytechnischen Oberschule Juri Gagarin in Hoyerswerda aufgestellt wurde. Sie zeigt zumeist Motive der Raumfahrt, ausgeführt in der für den Künstler typischen Mosaikarbeit. Nunmehr hat sie einen dauerhaften Platz vor der Hoyerswerda Konrad-Zuse-Akademie in der Schulstraße gefunden. Bis zu seinem Tode blieb Heinz Karl Kummer seiner Wahlheimat Lauchhammer treu. Eine späte Ehrung, wie sie beispielsweise seinem Freund Jürgen von Woisky mit der Ehrenbürgerschaft in Hoyerswerda zuteil wurde, blieb dem Künstler allerdings versagt. Kurz vor Vollendung seines 67. Lebensjahres starb Heinz Karl Kummer am 2. März 1987. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der Monat März steht in der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek ganz unter dem Motto Monat der starken Frauen, Female Empowerment. So steht auch das Dialogcafé im März unter diesem Thema. Das Dialogcafé im März findet kommenden Mittwoch in Kooperation mit der Hobbykünstlerin Carmen Kurz und der Stadt Hoyerswerda von 17 bis 19 Uhr statt. Wie bei allen Dialogcafés wird es natürlich auch Kaffee und Kuchen geben. Eine Kinderbetreuung ist auf Anfrage möglich. Am 16. März haben Schülerinnen und Schüler ab 10 Uhr die Gelegenheit, Hoyerswerdas ambulante Reha-Klinik zu besuchen. Dabei lernen sie die Berufe Physiotherapeut, Ergotherapeut und Masseur kennen und sammeln sogar erste Praxiserfahrungen. Das Angebot der Heuria richtet sich dabei speziell an die Klassenstufen 9 bis 13. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung unter www.schau-rhein-sachsen.de erforderlich. Das Original seit 2004 mit dem Konzept, weiterhin einen zweispurigen Weg zu fahren. Kommenden Samstag gibt's einen Elternabend der etwas anderen Art. Und hier ist wirklich für jeden was dabei. Zum einen gibt's Sound für die Masse, aufgelegt von DJ Finky. Zum anderen im Café Auszeit ein Alternativangebot mit Rock und Oldies für den etwas anderen Musikgeschmack. Auf insgesamt 2 Dancefloors kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Karten gibt's im Vorverkauf und an der Abendkasse. Einlass ist 21 Uhr.
Mit sehr milden und angenehmen Temperaturen starten wir in die neue Woche. Zwar blieb der Himmel im Tagesverlauf bedeckt, aber wir konnten mit Temperaturen bis 15 Grad rechnen. Auch im Bergland blieb es heute mit Höchstwerten von bis zu 14 Grad sehr mild. Hier lockert es sich im Laufe des Nachmittags sogar etwas auf, sodass wir den einen oder anderen Sonnenstrahl zu sehen bekamen. Die frühlingshaften Temperaturen bleiben uns auch morgen erhalten. Im Laufe des Vormittags kämpft sich die Sonne durch die graue Wolkendecke und beschert uns somit bis zu 2 Sonnenstunden. Der Rest des Tages bleibt, ähnlich wie im Bergland, überwiegend bewölkt, mit der Voraussage auf den einen oder anderen Regenschauer. Auch am Abend bleibt es gebietsübergreifend angenehm, mit Tiefstwerten zwischen 7 und 10 Grad. Der Mittwoch beschert uns zwar einige Sonnenstunden, dafür wird es aber deutlich frischer als in den vergangenen Tagen. Tagsüber bis in den späten Abend bleibt es überwiegend klar, in der Nacht fallen die Temperaturen in den Minusbereich. Der Donnerstagvormittag startet durchweg sonnig mit Höchstwerten bis 9 Grad. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es dann aber weitestgehend bewölkt. In der Nacht auf Freitag wird es dann aber wieder ein Stückchen kälter, mit Tiefstwerten bis minus 4 Grad. Das war sie auch schon, die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Die komplette Sendung und alle Beiträge finden Sie online auf lausitzwelle.de. Oder Sie abonnieren unseren Lausitzwelle YouTube-Kanal und bleiben immer aktuell auf dem neuesten Stand. Zum Schluss gehen wir wie immer montags raus in die Lausitzer Natur. Und da haben wir heute den Elfenkrokus für Sie. Mit seinen violetten Blüten zeigt er sich vor allem jetzt. Wir haben alles, was Sie über ihn wissen müssen. Wir sehen uns dann morgen, wie pünktlich um 18 Uhr zur Drehscheibe Lausitz im Lausitzwelle Fernsehen wieder oder um 18.30 Uhr über den Satellitenkanal Sachsen 1. Bis morgen, auf Wiedersehen. Natürlich Lausitz. Der blassviolette Elfenkrokus blüht alljährlich von Februar bis März und zeigt sich damit neben dem Schneeglöckchen und dem Winterling als einer der ersten Frühlingsboten im heimischen Garten. Auch Dalmatinerkrokus oder Bauernkrokus wird er genannt und gehört zu den etwa 90 Krokusarten aus der Familie der Schwertliliengewächse. Ursprünglich stammt der Elfenkrokus aus bergigen Gebieten in Südosteuropa und wächst dort hauptsächlich in Laubwäldern. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Elfenkrokus als Ziergewächs in Mitteleuropa und damit auch in der Lausitz Einzug gehalten. Da er recht anspruchslos ist und, so man ihn lässt, sich recht üppig vermehrt und dabei schnell verwildert, bilden Elfenkrokusse oftmals auch in freier Natur wunderschöne Blütenteppiche. Rund 10 cm groß kann die Pflanze werden. Die Blüten öffnen sich jedoch nur bei gutem Wetter und geben dann den Blick auf die leuchtend gelben Staubfäden und die Narbe frei. Der Elfenkrokus gilt dabei als wichtige erste Futterquelle für Bienen und andere Insekten. Übrigens, wie fälschlicherweise häufig angenommen, gehören Krokusse nicht zu den Zwiebelgewächsen. Sie besitzen eine sogenannte einjährige Stängelknolle, die jedoch in jedem Jahr neue Knollen ausbildet und damit für reichlich Nachwuchs sorgt. Das scheint auch das Geheimnis des Elfenkrokus zu sein, der für seinen Ausbreitungsdrang hinreichend bekannt ist. Genau deswegen findet man den zarten Frühblüher nicht nur in Gärten und Parks, sondern gehäuft auch an Straßen und Wegesrändern oder einfach an Gartenzäunen und neben Mauern. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.